Colombres, me amo Gamazo, le me habla español, ni saguto como y es. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. So it might be nice to herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Ich hätte es gerade allen Ernstes fast Timulia gesagt. Ich glaube, mein Content ist wirklich ein bisschen zu unabwechslungsreich. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining. Ach, da oben gibt's noch eine Kiste. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you. Heute habe ich auf jeden Fall mal eine schöne Real-Life-Story am Start. Ich hatte dazu schon mal ein Video gemacht, allerdings, da habe ich die Audio verkackt, beziehungsweise war halt einfach tausendmal zu laut, weil bei meinem alten Schneideprogramm konnte man das nicht mit so einem Regler machen, sondern musste da minus 0,3492 Dezibel immerhin schreiben. Und wenn das Programm dann halt das Minus nicht genommen hat oder ich das vergessen hatte, da das Minus hinzuschreiben, hatte ich halt immer für das Video dezent reingeschissen. Das ist mir früher sogar leider ziemlich oft passiert. Na, wie dem sei. Ich kann mich da aber noch ganz gut dran erinnern. Ich habe halt vergessen abzuspeichern, beziehungsweise hatte ich mal so eine Zeit lang, dass ich gar nicht zwischengespeichert habe. Weil, keine Ahnung, ich war da halt einfach zu voll für. Aber ich kann mich da noch ziemlich gut dran erinnern. Das war so dermaßen lustig. Ich hatte mich mit einem aus meiner Klasse über, also der hat mich gefragt, dass ich so zocke. Also ich hatte vorher ein richtig chilltes Geschichte-Referat gehalten, deshalb waren wir am Rechner und da habe ich dann irgendwann angefangen auf diesen 1,50 Logitech-Mäusen, die absolut kernbeschissen sind, habe ich dann irgendwann angefangen zu abusen. Und dann hat er mich gefragt, was es ist, wie es funktioniert und so, habe ich gesagt, ja, das habe ich noch von Minecraft. Also, für meine Klasse, ne, spiele ich eigentlich gar kein Minecraft mehr, weil, ohne Witz, wenn man in meiner Klasse Minecraft spielt, dann wird man beleidigt. Aber dazu wollte ich auch nochmal ein Video machen. Und deshalb möchte ich es jetzt nicht so krass aufgreifen. Das Gameplay ist auch absolut krass gerade. Naja, auf jeden Fall. So, ich habe denen gesagt, ich würde nur noch A6 spielen. Das war tatsächlich so eine Zeit, da habe ich aufgenommen, geschnitten und A6 gespielt. Und also da habe ich dann halt wirklich mehr oder weniger only A6 gespielt. Also das war dann nicht mehr so eine krasse Lüge. Hatte aber halt in erster Linie einfach gar keinen Bock drauf, beleidigt zu werden. Ist, glaube ich, einigermaßen verständlich. Der Russe sagt doch zu mir immer irgendwie, also mein Rechner ist ja nicht gerade schlecht und auch nicht gerade billig. Wenn man mal ganz kurz so F3 macht, 1070 und so, ne, ist jetzt nicht so billig. Und der Russe sagt immer zu mir, 2000 Euro Rechner und in jedem Spiel scheiße. Und ich finde diese Aussage auch immer so dumm. Weil, wisst ihr, wir haben einmal oder zweimal zusammen Minecraft gespielt, wo ich ihn meistens durchrasiert habe. Er hat noch nie mit mir CSGO gespielt, wir haben noch nie zusammen, A6 gespielt, aber erstmal sagen, dass ich in jedem Spiel mutig scheiße bin, oder wie? Na, egal, ich möchte mich jetzt nicht bei den Russen und seine fehlende Logik aufreden. Ich habe leider keinen Kompass, das ist ein bisschen beschissen, aber geil. Auf jeden Fall, da haben wir dann da halt drüber gequatscht. Da wusste nicht, was A6 ist, dann habe ich dem das erklärt, sondern, habe ich halt so gesagt, ja, das finde ich halt besser, weil bei CS ist das und das. Ich habe wirklich CS gesagt. Und die dann so, Nick, du musst jetzt nicht über Counter-Strike reden. Und die komplette Klasse hat die Fresse gehalten, weil keiner wusste, woher meine Lehrerin weiß, dass CS die Abkürzung für Counter-Strike ist, weil, ne, die war jetzt eigentlich nicht so, die ist eigentlich sogar einigermaßen gechillt, also von ihr hätte ich das mehr erwartet als von manchen anderen Lehrern bei uns in der Klasse, oder beziehungsweise auch an der Schule. Die
Digga, ist es kein Bad Wars? Wozu dieser One-Stack? Oh, Digga. Ja, da war es jetzt halt ein Problem. Da war es, dass ich Subs habe, weil ich habe mich mit Mannschubs gehabt. Digga, du roddest mich da. Auf jeden Fall, ich habe sie am Ende gefragt. Sie hat gespielt. Sie hat gesagt, sie hat das früher mal mit ihren Geschwistern gespielt. Hat mir aber tatsächlich nicht ihren Rank verraten. Easy. Jetzt wird das Gameplay auch mal ein bisschen interessant. Jetzt habe ich ernsthaft gewonnen mit einem Kill. Ja, gut. Ja gut, wenn es euch gefallen hat und ihr wollt, dass eure Lehrer mit euch zusammen CSGO spielen, dann lasst mal 9 Likes, 30 Abos und 94.000 Likes da. Schreibt mal, wenn ihr das jetzt bis hier geschaut habt, schreibt mal... Ach, schreibt einfach wieder mal, wie vor 2 Folgen, Fade in die Kommentare. Auch wenn ich gerade nicht meine NCS-Playlist aufhabe, die anderen Titel wären zu lang. Bis dahin, vielleicht sehen wir uns morgen um 9 Uhr wieder. Ciao!